Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute musste ich mal ein kleines Päuschen machen. Ich habe Kopfschmerzen, ey. Normalerweise kriege ich nie Kopfschmerzen. Aber wenn ich beim Motorradfahren Kopfschmerzen kriege, dann weiß ich, woran es liegt. Dann habe ich irgendwo eine Falte zwischen bei meiner Sturmhaube. Und das drückt dann irgendwie. Ich merke das beim Fahren nicht. Auf einmal kriege ich Kopfschmerzen und dann weiß ich genau, das stimmt das nicht, weil ich bin nicht so der Typ für Kopfschmerzen. Ne? Habe ich normal nicht. So, ich habe euch versprochen, das letzte Mal, dass ich mal von der Situation rede, wo mir das Herz in die Hose gerutscht ist und wo ich Angst hatte um alles Materielle, was mir lieb und wert ist. Ja, es ist so, ich muss vorne weggreifen. Meine Garage, ich gehe davon aus, ihr habt sie schon gesehen. Die ist nicht bei mir zu Hause. Nein, ist sie nicht. Sie ist an einem Gebäudekomplex. Ich habe die Garage quasi gemietet und da ist dann in dem Gebäudekomplex sind auch andere Sachen. Und ja, so ist es halt, ne? Ja. Und ich fange mal am Anfang an. Ich sitze morgens ziemlich entspannt, gechillt beim Kaffee vor der Arbeit, bevor es losgeht. Und da kriege ich einen Anruf von meinem Bruder Thomas. Da wurde eingebrochen. Ey, in meinem Kopf gingen tausend Dinge ab. Ja. Sag ich, was ist kaputt, was fehlt? Ne? Ja. Komm am besten hier runter, aber deine Mopeds stehen noch da. Puh, da ging erst schon mal so ein, ach du Scheiße, ey, ne? Ach du Scheiße. Entschuldigung. Naja, ich auf jeden Fall hier gerade mich auf die Socken gemacht, schon mal da angerufen, wo ich eigentlich auf der Arbeit hätte hingemusst und gesagt, hier, hey, jetzt komme ich erst mal gerade mal nicht. Und ja, da runtergefahren und da hat da einer, ja, das war das Erste, was ich gesehen habe, ist Fenster eingeschmissen und ist dann über ein Bürokomplex quasi innerhalb der Firma. Und innerhalb von dieser Firma, wenn man da einmal komplett durchläuft, dann kommt man in meine Garage. Ja, und die Tür meiner Garage war offen. Ja, und ich kriege erstmal absolut ja. An für sich war es quasi so, dass da irgendwelche Blödmänner, ja, ich sag's jetzt einfach mal so. Die haben auch beim Nachbargebäude haben sie versucht einzubrechen, ja, und haben das aber nicht hingekriegt, obwohl da wäre auch genug Fensterfläche gewesen. Aber nun ja, sei es drum. Die haben erst versucht, ein bisschen auszukundschaften, haben lauter hier so Wände kaputt gemacht. Das ist dann hier so ein, wie heißt das so, Trapezplastik, wie heißt es denn? Ich weiß gerade nicht. So, auf jeden Fall haben sie das zu einer Garage quasi ein kleines Guckloch reingemacht. Dann sind sie auf die Rückseite vom Gebäude und haben ein riesen Feld rausgerissen und haben dann gemerkt, es ist auch nur eine Garage. Und da haben dann quasi das Fenster eingeschlagen und sind dann da durch das Büro marschiert, haben sich eine Wechselgeldkassette mitgenommen, war wohl nicht so viel drin, 300-400 Euro, und drei Apple, wie heißen die Dinger, diese Tablet-Dinger da, ja, haben sie mitgenommen, nagelneu, waren wohl noch in der Verpackung, in der Lieferverpackung, noch im Karton. Und ja, ich habe eine riesen Panik bekommen, weil ich hatte alles einfach so in meiner Garage liegen. Ne? Meine Sony A7 III mit Objektiv, meine Mopeds, mit mein Auto und alles. Und ich denke mir, das darf alles nicht wahr sein. Und dann, wenn es einem so eiskalt den Rücken runterläuft, ja, und das Herz in der Hose ist, ich sag's euch, dann ich sag mal, mir fehlte nichts, ja. Ich habe aber dann vor was anderem Angst bekommen, weil da wurde natürlich die Polizei gerufen. Einfach dieses Gefühl, da,
da ist jetzt einfach einer, der, dem ist scheißegal, wen das hier gehört. Und der marschiert da jetzt einfach rein und der bedient sich da. Und keine Ahnung, ja. Also, ne? Und ich sag mal, dieser Wert, der da jetzt weg ist, ne? Das Zeug ist versichert, ja. Das ist noch nicht mal das Riesenproblem. Das Problem war jetzt eher mal eher eine neue Glasscheibe kriegen und sowas, weil aktuell gibt es ja überall Lieferzeiten wie Hulle, ne? Und den ganzen Ärger und Trouble, ne? Und halt einfach dieses, da war einer drin und da gehört er nicht rein und das gehört sich nicht und keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, so, auf jeden Fall, Polizei gerufen, so, Polizei war da, haben sich das angeguckt, haben dann gesagt, ja, die Aussicht, da jetzt jemanden zu finden, die ist null. Ja, null. So, haben aber dann im Nachhinein bei dem Fenster, was sie eingeschmissen hatten, haben sie dann einen Fußabdruck auf der Fensterbank gefunden und haben gesagt, hier, da kommt heute nochmal einer von der Kripo vorbei, der macht da einen Abdruck von und dann Google Memo. Ja, so. Ist das nicht ein herrliches Wetterchen, Leute? Ha! Und ich habe noch eine und eine Viertelstunde zu fahren. Cool. Ich hoffe, es wird nicht zu kalt. So, jetzt ist dann, da sind die gekommen, haben da gemacht und getan, ne? Und ich habe bei mir wirklich alles durchgekramt, hier fehlt irgendwas und es fehlte tatsächlich nichts. Jetzt sagte die Polizei dann aber sowas, also der von der Kripo, also es könnte ja durchaus sein, weil das Problem kennen die, dass das vielleicht gar nicht die Einbrecher waren, sondern das waren Auskundschaftler, die sich einfach ein Goodie mitgenommen haben, ne? Weil da waren keine Schubladen auf, da waren keine Schränke auf, da waren keine Regale auf, da war nichts. Es fehlten nur die zwei, also die fünf, vier Teile da und fertig. Mehr war da nicht, mal abgesehen von dem Schaden, den die da gemacht haben. Es kann sein, die haben jetzt echt nur geguckt, die geben das weiter, was da abgeht, und dann kommt der eigentliche Drop, meistens 2-3 Wochen später, und die kommen dann mit dem LKW, also mit dem Bus, ne? Mit dem LKW, mit dem Bus, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Also wirklich so dieses, meine heilige Halle, ja. Ey, das geht mal gar nicht, ey. Das geht null, das geht nicht. Nein, das geht echt nicht. Naja, auf jeden Fall schon ein bisschen Panik geschoben, würde ich schon sagen, weil da ist halt einfach alles, wo ich Spaß dran habe, ja. Und ich bin dann hergegangen und habe erstmal alles, was ich an Papiere hatte, alles, was ich an Schlüssel hatte. Hier, Mopeds, Lenkradschloss rein, Schlüssel, mitgenommen, ja. Keine Ahnung. Ich bin im Endeffekt bin ich hergegangen, ich habe jetzt Fort Knox in der Garage, ja. Ich bin hergegangen, habe mir einen Safe gekauft und habe den an die Betonwand gedübelt, damit ich da mal meine Kamera lassen kann. Und den Safe holt da safe keiner von der Wand. Das kannst du vergessen, ey. Ich bin hergegangen. Ich habe ja so ein Segmenttor, was mit dem Motor betrieben ist. Und da habe ich so eine Fernsteuerung. Finde ich total cool, weil wenn ich jetzt von der Tour komme, habe ich die Fernbedienung hier drin, drücke aufs Knöpfchen, mache das Garagentor hoch, fahre rein, fertig. Cool. So, da habe ich mir einen Killschalter zwischengebaut, dass ich den Motor vom Strom nehmen kann, damit keiner mit einer Funkfrequenz mein Tor öffnen kann. Weil das geht mal gar nicht, ja. So, dann bin ich hergegangen und habe mir eine Alarmkamera gekauft, ja. Ich werde euch den Krempel natürlich nicht zeigen, ja, weil ich jetzt hier keinem zeigen will, was da für Systeme sind und was da ist, keine Ahnung. Das mit dem Schalter kann ich euch zeigen, das ist ja Pillepalle. Wenn da jetzt einer reingeht, dann wird er aufgezeichnet, das wird mir aufs Handy übertragen, ich kriege eine Meldung darüber und ich kann einstellen, also hier die Nachtsicht, richtig geil. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann, ob ich euch hier mal ein Foto einblenden kann, wie das aussieht in meiner Garage, wenn das Licht komplett, da ist ja kein Fenster, gar nichts, ne? Stockeduster, ne? Ich blende euch da, ich krieg's irgendwie hin, dass ich euch was eingeblendet kriege. Also das ist halt einfach, ich meine klar, Diebstahl ist nie schön für den, der beklaut wird, ja. Aber einfach so diese Respektlosigkeit gegenüber fremdem Eigentum. Also ich weiß, dass ich in meinem Leben einmal gestohlen habe, ja. Und meine Mama ist zur Kasse und hat den Joghurt bezahlt, ja. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich glaube so 4 oder 5, ich weiß es nicht, ey. Habe ich den Joghurt geklaut, ey. Keine Ahnung, ey. Aber
Diebstahl, das ist sowas, das geht bei mir überhaupt gar nicht. Ja? Weil ich habe absolut jeden Respekt vor Dingen, die in anderen gehören. Ich habe es in einem Video schon mal erzählt. Also ich feiere sogar noch nicht mal gerne anderen Leute ihre Motorräder, weil es nicht meins ist. Ja? Es ist nicht meins. Und es ist immer so eine Sache, wenn dann was passieren sollte. Entschuldigung. Dann ist halt echt die Wurz am Rasen. Ne? Das ist halt schon blöd. Ne? Ja. Leute, ist euch denn schon mal sowas irgendwie, keine Ahnung, ein Diebstahl, Einbruch, Moped, geklaut? Ich habe doch ein Auto in der Garage, ne? Das haben sie mir geklaut, ey. Ich hatte mein Auto in einer Werkstatt, ja, in der Vertragswerkstatt von dem Auto. So. Da war ich auf der Arbeit, glaube ich. Kriege ich einen Anruf von der Polizei. Ja, wir haben ihr Auto auf der Autobahn gefunden. Abschleppdienst ist unterwegs, die Kripo, also das, der war ja von der Kripo dann, Straßenamt kommt, oder wer, der weiß der Geier, um die Öllachen wegzumachen, hatte natürlich einen Grund, warum mein Auto bei einer Werkstatt steht. Das Ding hat Öl verloren und das nicht wenig, ja. Und das war damals noch zum Zeitpunkt, ich hatte das Auto noch kein Jahr und ich hatte vom Schrauben, Tuten, Blasen keine Ahnung, ne? So. Jetzt sind die schweren Männer da in das Autohaus eingebrochen, haben sich dann meinen Schlüssel geschnappt, haben sich mein Auto geschnappt und sind damit auf die Autobahn und haben wahrscheinlich Karacho, gib ihm Yippie, bis kein Öl mehr drin war. Ne? Das Öl war dann schön auf der Autobahn verteilt. Die Rechnung durfte ich auch zahlen. Das waren 460 Euro oder was, ich weiß nicht mehr genau. Ja, mein Auto habe ich wiederbekommen mit Motorschaden, ist klar. Und da ließ ich über die Versicherung nichts deichseln. Weil die hatten meinen Schlüssel nicht aus dem Autohaus selbst, sondern aus diesem Schlüsselbriefkasten, den die da hatten. Ja, den haben sie natürlich nachher abgemacht, haben einen Einwurf durch die Wand gebaut. Das war halt zu einer Zeit, wo das noch nicht so gang und gäbe war. Und dadurch, dass ich immer arbeiten muss, während die im Autohaus Hauf haben, habe ich das genauso wie viele andere. Also mein Schlüssel war nicht der einzigste. Die hatten auch erst versucht, mit zwei oder drei anderen Autos wegzufahren, aber die Autos waren nicht fahrbar. Ich meine, klar, wer klaut Autos, die zur Werkstatt abgegeben werden? Naja. Dass da irgendwas nicht koscher ist an den Autos, sollte eigentlich klar sein. Naja, auf jeden Fall bin ich auf sämtlichen Kosten sitzen geblieben. Und das war natürlich ein bisschen viel für mein Gehalt. Und deswegen habe ich mir damals dann einen Motor besorgt. Mit meinem Vater ist immer an der Nordsee gefahren, haben einen Motor geholt. Und da habe ich dann mal ohne Ahnung, komplett selber alleine, nur mit Fotos und Aufschreiben, den Motor ausgebaut, habe einen neuen Motor eingebaut, drehe den Schlüssel rum und das Ding läuft. weil das hätte ich mir nicht leisten können damals, da jetzt das in der Werkstatt machen lassen. Aber das sind so Sachen, ey, oh wei, oh wei, oh wei. So, zurück zur eigentlichen Frage, die da eben im Raum stand. Habt ihr schon mal sowas gehabt? Ne? Dass einem da irgendwas geklaut wird. Hier, ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja, im Endeffekt kann ich ja froh sein, dass das Auto auf der Autobahn verreckt ist. Ne? Sonst hätte ich es nie wieder gesehen. Ne? Da hatten sie damals bei der Kripo konfisziert ein Feuerzeug mit Fingerabdrücke. Ja, aber das auch nie. Ich habe dann ein Jahr später einen Schrieb von der Polizei bekommen, wurde eingestellt wegen, hat sich nichts ergeben. Ne? Würde aber wieder aufgerollt, wenn irgendwo irgendwelche Zusammenhänge erkennbar wären. War natürlich nicht der Fall. Das ist jetzt schon ist ganz furchtbar viele Jahre her. Ich glaube, da war ich 18 oder 19. Das war gerade so am Anfang, wo ich das Auto hatte. Ja, ich denke Tendenz 19. Ja, Leute, schreibt mir was in die Kommentare, ey. Ob ihr so mal schon was, ihr so irgendwas erlebt habt. Ich finde das halt wirklich no go. Echt ein absolutes no go. So. Wollte ich nicht. Das war's schon wieder. Ja, Leute, ich fahre jetzt hier noch ein bisschen der Sonne entgegen, die ganz schön blendet. Ja, aber hier mit dem Visier geht es. Ne? Muss ich auch mal gucken, wenn ich einen neuen Helm, neues Visier, passt dann ein blaues Visier? Tendenziell eher nicht. Ich habe ja schon mal ein rotes gekauft hier für den Helm. Das war so schnell verkratzt, so schnell kannst du gar nicht gucken. Also schneller wie das hier. Also da stimmt irgendwas mit der Versiegelung nicht, also mit der Beschichtung. Ja? Aber nun ja. Das ist ein anderes Thema. Ne? Hier, Leute, hat mich gefreut. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Gerne abonnieren, wenn auch nicht geschehen.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich alles verlammelt, ey. Da kommt mir keiner mehr rein, ey. Ich sag's euch, ey. Und dann ist ja noch die Frage, wenn man jetzt so eine Alarmanlage hat, wie ich das da jetzt habe, und die geht jetzt mal nachts los oder so, ne? Was macht man dann? Ich meine, klar, ich kann dann direkt am Handy gucken, ist da ein Tier drin oder ist da jemand am Ausräumen, ja? Aber ich würde ja ums Verrecken nicht auf die Idee kommen, selber dahin zu fahren, ja? Weil wenn ich da hinkomme und da sind ein, zwei Leute und die räumen da aus, wer hat mehr zu verlieren? Die oder ich? Also im ersten Moment die. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich einen auf den Sack kriegen. Und dann habe ich das Problem. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich eher mit dem Auto und dann hupen, Lichthupe, Licht an, Polizei anrufen. Ne? Bringt ja alles nichts. Und hier Knöpfchen runter machen, dass mich keiner aus dem Auto holen kann. So, Kali macht wieder Spirenzchen. Ich muss mal gucken, dass ich das mal anders eingestellt kriege. Und fahren wir schön weiter. Hier. Tschüssi.